Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind bei den 101 Heldensagen. Heute Alexandros Soukas und Tim Koch. Was haben die beiden gemacht? Die beiden haben sich überlegt, Mensch, es gibt so viele Currywurstbuden in Deutschland, aber jede ist irgendwie unabhängig voneinander und alles, was man da sieht, ist eine einzelne Currywurstbude. Und die beiden haben sich gedacht, wie wäre es denn, wenn man mal eine Marke aufbaut für eine Currywurstbude und hieraus ein Franchise-System macht? Eine Art McDonald's für Currywurst. Denn bei den Burgern ist es ja durchaus so, dass man überlegt, wenn ich mir ein Burgergeschäft aufmache, mache ich ein Franchise McDonald's, ein Franchise Burger King oder mache ich eine neue Art hochwertiger Burger und baue was Eigenes auf. Und warum das nicht auch im Bereich Currywurst machen? Und die beiden haben sich was überlegt. Sie haben es Bobby und Fritz genannt. Das ist die Marke, das ist das Konzept. Und sie haben es individualisiert, sodass es keine Currywurstbude mehr ist, sondern ein Markenprodukt. Diese ganze Currywurstbude ist ein Markenprodukt, so wie McDonald's. Und es steht für Werte. Wir gehen nicht zur Currywurstbude, sondern wir gehen zu Bobby und Fritz. Und der Gedanke dahinter, hinter Markenaufbau, ist einfach heutzutage, dass Werte nicht mehr durch Produkte aufgebaut werden oder durch materielle Dinge, sondern durch Marken. Denn Produkte sind in der Regel überall gleich oder zumindest gleich machbar. Jede Currywurstbude macht Currywurst. Das Produkt ist gleich. Aber wenn man das einen bestimmten Look gibt und einen bestimmten Namen und vielleicht bei den Mitarbeitern darauf achtet, dass sie ein bestimmtes Verhalten haben, einen bestimmten Stil, dann baut man eine Marke auf und darüber kann man sich abheben. Aber nicht über das Produkt, sondern wie man das verkauft, wie man das veredelt. Und mit einer Marke, das meiner Meinung nach machen das viele Selbstständige falsch, die selber ihr bester Mitarbeiter sind, dass sie in ein Unternehmen gehen und den ganzen Tag dort arbeiten in der Exekutive und ein Tagesgeschäft leben, anstatt eine Marke aufzubauen. Denn wer eine Marke aufbaut, zum Beispiel wie jetzt die beiden, die können dann irgendwann das, was sie aufgebaut haben, verkaufen. Die Marke, das Konzept, das ist dann individuell. Wenn man aber keine Marke hat, keinen eigenen Namen, kein Konzept dahinter, kein Farbkonzept, keine Struktur, dann hat man am Ende seines Berufslebens vielleicht nichts, was man verwerten kann. Dann muss man das eigene Unternehmen schließen, anstatt es zu verkaufen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mehrwert eines Unternehmens darin besteht, eine Marke aufzubauen. Und die beiden mit Bobby und Fritz machen das im Bereich Currywurst und ich bin gespannt, wie die Entwicklung passiert. Es gibt derzeit 14 dieser Bobby und Fritz Imbissbuden oder Geschäfte und die beiden haben große Ziele. Sie haben den Namen auch so gewählt, dass sie in der Lage sind, das auch außerhalb von Deutschland umzusetzen. Eine richtige Kette aufzubauen. Und jeder, der einen Currywurstladen aufmachen will, der kann sich so eine Lizenz kaufen, kriegt dann das Logo, kriegt den Namen, kriegt das Farbkonzept, kriegt das ganze Paket und hat somit schon eine etablierte Marke und fängt nicht bei Null an, sondern schon viel weiter oben. Überlegt auch ihr in dem, was ihr tut, wie ihr vielleicht das in einem größeren Stil machen könnt, indem ihr daraus eine Marke macht, die man auch auf andere Orte übertragen kann. Oder auch auf andere Geschäfte, zum Beispiel durch eine Franchise-Idee, um so das, was ihr macht, zu vervielfältigen. Das war's von meiner Seite. Mein Name ist Janis Dirksen. Vielen Dank.